Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wie ich gestern schon angekündigt habe, gibt es heute den zweiten Teil der Ork-Reihe von Michael Peinkofer, Der Schwur der Orks. Zunächst mal zum Cover. Ich muss sagen, es ist wie immer düster und ja, ich würde nicht gerade sagen schön, aber die Orks sind eben auch nicht schön und deshalb passt es alles sehr gut. Der Ork-Krieger darauf ist natürlich klar, wer das ist und ja, ich finde es ganz gut gelungen, passt natürlich auch super zum ersten Teil. Worum geht es? Wie wir aus Teil 1 schon wissen, haben Rama und Balbok einen großen Teil des Schatzes von Tirgas Lan mit in ihr Bolbok genommen. Und dort herrschen sie jetzt als Sieger über Greyshack, als Häuptlinge des Dorfes. Plötzlich allerdings taucht ein Mensch auf und erzählt ihnen, dass Tirgas Lan die alten Helden um Hilfe bittet. Dabei hat Balbok natürlich direkt Lust darauf, weil er langweilt sich irgendwie, es gibt gar keine richtigen Kämpfe mehr, den ganzen Tag wird nur gefressen und gesoffen. Und Rama fühlt sich selber in seiner Ehre verletzt, weil der Mensch immer wieder betont, dass alle die Orks als Helden betrachten. Und das entspricht natürlich gar nicht dem Ruf, den Rama von sich selber verbreiten möchte. Die beiden brechen also mit ihren Fyhawk High auf, werden allerdings direkt in der ersten Nacht von ihren eigenen Kriegern angegriffen und entkommen nur mit Mühe und Not. Die beiden reisen weiter nach Tirgas Lan und werden dort von Alana und Corvin mit einer Aufgabe betraut, die sie weiter nach Osten, nach Kal'Anar führt. Denn dort hat sich eine böse Präsenz breit gemacht und befällt quasi das Land. Rama und Balbok machen sich mit einem Trupp, der besteht aus einem Gnomen, zwei Menschen und einem Zwerg, den wir auch schon aus Teil 1 kennen, auf den Weg nach Kal'Anar, um das Übel zu bekämpfen. Natürlich hat Rama wieder was anderes geplant und möchte als Belohnung für seine Taten den gesamten Elfenschatz von Tirgas Lan haben. Das Ganze endet natürlich in einem riesen Fiasko und mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, was das Ende betrifft, denn ich will euch natürlich nicht spoilern. Wie hat mir das Buch gefallen? Wieder sind Rama und Balbok einfach unübertroffen. Ich finde die beiden Charaktere super gut. Ich finde, wie Michael Peinkofer schreibt, ist eine ganz besondere und sehr tolle Schriftsprache. Ich finde halt einfach, sie fasst dieses ganze Mittelalterliche und so. Das passt richtig gut zu der Sprache, gefällt mir sehr gut. Wobei natürlich Rama und Balbok eben diesen krassen Gegensatz dazu bilden, indem sie einfach sehr umgangssprachlich sprechen. Ja, die ganze Story an sich gefällt mir auch sehr gut. Natürlich ist es cool, dass Alana und Corvin auch wieder dabei sind, dass Ortmar auch dabei ist. Und da ereignen sich wirklich einige Dinge, bei denen man absolut überrascht ist. Und es macht großen Spaß, das alles zu lesen. Es ist ein riesiges Abenteuer. Und natürlich sind die Orks wieder mittendrin. Ich finde Teil 2 von der Spannung her auf jeden Fall besser als Teil 1, denn es gibt sehr, sehr viel irgendwie zu ergründen und sehr viele Kämpfe einfach. Das Ende ist dann doch wieder relativ überraschend und auch schon eine Einleitung quasi für Teil 3 der ganzen Geschichte, den ich euch natürlich morgen vorstellen werde. Altersgruppe wie gehabt ab 14 würde ich sagen, ist aber auf jeden Fall auch für Erwachsene geeignet. Auch hier empfehle ich wieder das Hörbuch. Johannes Steck liest einfach sehr, sehr gut. Auch diesen Teil habe ich als Mängelexemplar gekauft, hat 14 Euro gekostet, finde ich auch absolut angemessen. Auch dieses Buch hat wieder 500 Seiten, ist eigentlich genauso wie beim ersten Teil. Morgen präsentiere ich euch dann Teil 3 der Geschichte und bis dahin wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Lesen und noch einen schönen Tag.